Ich bin der Flamur Scholem. Wir haben heute Dienstag, den 30. November 2021. Ich mache dann noch mit dem Kreis weiter. Wir schauen kurz 330 Grad an. Wir schauen, was das bedeutet, wenn wir einen Kreis von 330 Grad haben. Das ist die Lektion, also die vorherige Lektion in dieser Playlist. Da bin ich jetzt wieder zurück im Kreis. Ist ausschlaggebend dafür gesehen, dass wir einen Ausflug zur Kugel gemacht haben mit Höhe, Breite und Tiefe im Quadrat, also der Pythagoras im dreidimensionalen Raum. Ich mache da noch kurz weiter, damit die Playlist vollständig ist. Wobei ich will dann noch 360 Grad vielleicht auch einfach mal 3 Pi aufzeigen, 4 Pi, 5, 6, einfach, dass man sieht, dass sich das einfach im Kreis dreht und dass wir die gleiche Werte von Cosinus und Sinus mit mehreren Dreiecken als nur, also dass wir dann da überall hinschreiben können, plus 360 Grad, ja, da vorne. Plus 360 Grad, plus 720 Grad. Oder auch aufschreiben könnt plus 2 Pi und plus 4 Pi und dass das immer das Gleiche gibt. Oder wenn man mit Chi rechnen will. Chi habe ich definiert als ein Kreis und Dreieck, also 2 Pi. Das ist gleich 6,28 Meter. Wir schauen jetzt 330 Grad an. 330 Grad, was ist bei 330 Grad? Wir haben den Kreis, schauen da. Wir schauen hier zuerst in die Richtung und dann drehen wir uns ab um 330 Grad. Da sind wir ungefähr hier unten. Was heisst das, wenn wir einen Kreis von 330 Grad anschauen? Dann haben wir hier folgendes Konstrukt. Wir haben hier einen rechten Winkel. Die Breite hier ist, jetzt haben wir 33 Grad anstatt 330 aufgeschrieben, Cosinus von 330 Grad. Und wir haben die Höhe, und das ist Sinus von 330 Grad. Bei 330 Grad, um wie viel sind wir um den Kreis? Oder, zuerst gehen wir mal Cosinus und Sinuswerte an, und dann können wir immer noch schauen, um wie viel wir uns um den Kreis bewegt haben. Cosinus, wir rechnen das aus in Degree, also geben wir ein Cosinus von 330 Grad. Dann haben wir hier einen Wert von Wurzel 3 geteilt durch 2, das ist 0,866. 0,866, das schreiben wir hier auf, 0,866. Das geht dann weiter dann noch. Und die Höhe. Sinus von 330 Grad, das ist minus 0,5. Das ist in Degree, das ist in Winkelmaß. Schauen wir noch den Bogenmaß an, das heißt am Bogen entlang, Radian am Rad entlang. Und dafür nehmen wir 330 Grad und teilen jetzt auf an 360, um das Verhältnis zu sehen. Und das Verhältnis verwenden wir nachher um. Wir wissen, den Kreis, der ist 2 Pi lang, und dann tun wir das aufteilen nach dem Verhältnis. Das ist gleich 33 mal 10 Grad geteilt durch 36 mal 10 Grad. 10 Grad und 10 Grad geht weg. Dann nehmen wir an 33, das ist 3 mal 11. Über 3 mal 12. 3 und 3 fällt weg und wir haben 11 Zwölftel von einem Kreis. 330 Grad ist also 11 Zwölftel von einem Kreis. Wenn wir einen Kreis in 12 gleich grosse Teile aufteilen, also 360 mal 12 macht 30 pro Stück und das dann mal 11, 330 Grad. Jetzt können wir also, wie gross ist ein ganzer Kreis? Der ist 2 Pi. Das heisst, wir haben 11 Zwölftel von 2 Pi. Und das ist 22 Pi geteilt durch 12. Und das lässt sich kürzen als 2 mal 11 oben und unten 2 mal 6 Pi. 2 und 2 fällt weg, wir haben 11 Sechstel Pi. Das heisst,
Wir haben Pi, 3,24, 3,14159. Rechnet das mal auf und dann geht er durch 6 oder umgekehrt. Also Pi zuerst geht er durch 6 rechnen und dann das mal 11 rechnen. Und dann haben wir da 5,7 5 958 958 6 532. Das heisst, in Radian am Rad entlang haben wir da 5,7595. Und das ist 11 Zwölftel Pi. Mit dem vervollständigt sich unsere Tabelle. Jetzt schauen wir noch gerade 360 Grad an heute. Ein bisschen Auflockerung von der Kugel. Wir schauen jetzt mal 360 Grad Winkel an. Und sehen dann eigentlich, bei 360 Grad sind wir wieder da unten. Ich schreibe es trotzdem oben hin, obwohl 0 gleich 360 Grad ist. Das habe ich bereits bei der Kugel erklärt. Wobei, wenn man jetzt die Playlist Kreis anschaut, dann wird man nicht unbedingt zur Kugel raus, also über zur Kugel gehen. Ich meine, ich muss auch, das muss ich mir denken, dass das schlussendlich als Library vorgestellt wird. Das heisst, eigentlich ist jede einzelne Lektion eine Lektion für sich. Allerhöchstens eine Lektion für sich oder dann eben mindestens ein Teil von einer Playlist. Also das ist jetzt, die Kugel gehört jetzt da, also das, um hier draus zu kommen, muss man nicht die Kugel anschauen, muss aber auch nicht jede einzelne Lektion anschauen und dann zum Teil länger die Lektion, um jetzt wie hier zu wissen, was das bedeutet, wenn wir zum Beispiel einen Winkel haben von 330 Grad. Wir schauen die nächste Lektion, also den Winkel 360 Grad an. Jetzt muss ich da unten noch das wegnehmen. So. Grad schauen wir an und dann sind wir eigentlich um den ganzen Kreis rundherum.